Wenn ihr wissen wollt, was hier kocht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute wird mal wieder Feinstens im Wald gekocht, und zwar was, Andi? Eine gigantische Menge Schichtfleisch. Die würzen wir aber diesmal ein bisschen anders. Denn die Firma Lodner Gewürze hat uns ziemlich viele Gewürze zugeschickt. Dazu aber später mehr. Aber Leute, bevor man einfach so kochen kann, muss man ja eine Menge vorbereiten. Richtig. Erstmal die Feuerstelle, die muss auf jeden Fall klar gemacht werden. Da müssen wir alles zurechtschnippeln, Zutaten, dies, das. Ihr kennt ja das Spiel und wir legen direkt los, oder? Let's go! Mann, das ist total dreckig. Das hätten wir aber wirklich letztes Mal sauber machen können. Wir sind halt leider faul. Feuerstelle ist richtig schön sauber und jetzt kann es losgehen. Wir brauchen jetzt erstmal Holz. Im Holzlager ist ja mehr als genug davon da. Also, her damit. Müssen wir ein bisschen kleiner machen hier. Kein Problem. Bevor es gleich losgehen kann, erstmal die Zutaten. Wir brauchen zum Beispiel 6 Paprika. 2 fette Gemüsezwiebeln. Circa 1 Kilo Schweinenacken. Einen ganzen Haufen Bacon. 2 Hände voll Cocktailtomaten. Circa 600 Milliliter Barbecue-Soße. Und einen Haufen Gewürze. Als Beilage dazu gibt es Bratkartoffeln und dafür brauchen wir logischer Konsequenz Kartoffeln. Eine kleine rote Zwiebel. Und zum Anbraten nehmen wir Knoblauch-Olivenöl. Und die ganzen Kochutensilien haben wir wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nämlich zum Beispiel Töpfe, Pfannen, Messer, alles was man zum Kochen braucht. Gerrit bereitet jetzt das Feuer vor. Er macht erstmal so eine Unterkonstruktion wegen dem feuchten Boden und gleich geht's los. Das Feuerchen kann jetzt erstmal schön runterbrennen, dann kommen größere Hölzer drauf und jetzt machen wir zuallererst das Rub mit den Gewürzen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Firma Lodner Gewürze uns Gewürze zugeschickt hat und damit können wir jetzt richtig schön arbeiten. Was ist zum Beispiel dabei? Wir durften uns das auch aussuchen, muss man auch dazu sagen, deshalb haben wir uns einfach mal ausprobiert. So. Wir haben jetzt zum Beispiel dabei Kalahari Wüstensalz, richtig grobes Salz, ja. Tiger-Urwald-Pfeffer, was? Ganze Pfefferkörner, können wir schön zermahlen gleich alles. Diverse Paprika, die sowohl geräuchert ist als auch im Urzustand und Knoblauch und alles sowas. Was ist jetzt das Besondere an den ganzen Dingern, Andi? Das ist alles größtenteils Bio-Ware ist. Genau, die wir jetzt hier haben, sind sogar alle Bio. Ja. Und was ich auch noch ganz cool finde, dass sie sich quasi die Gewürze immer unverarbeitet zuschicken lassen. Ne? Das heißt, die Pfefferkörner kommen im Ganzen dahin und wenn sie dann halt gemahlen werden, werden sie vor Ort gemahlen. Und das passiert alles in Bayern, glaube ich. Ne? Das ist alles in Bayern, das ist wirklich ziemlich cool. Und ich persönlich feiere noch, dass das alles in Glas ist und nicht in so ein scheiß Plastiktütchen. Ich würde sagen, genug gelabert, jetzt machen wir die Dinger mal auf und basteln uns daraus unser Rub, womit wir dann den Schweinenacken einreiben. Ist mal eine ganz neue Erfahrung. Ich bin gespannt. Jetzt fangen wir mit dem Tiger-Urwald-Pfeffer an. Oh, da bin ich gespannt. Wie riecht der? Richtig intensiv. Also es steht schon hinten drauf, dass der Pfeffer quasi intensiver ist als normaler Pfeffer. Oh, darf ich auch mal? Ja. Soll ich mal her? Die Sache ist die, ich würde jetzt davon nicht so viel nehmen, weil sonst wird es so scharf, dass wir explodieren. Vor allem wird es dann ziemlich pfeffrig. Also machen wir davon nicht so ganz so viel. Aber cool, ey. So, fertig hier mal und jetzt kommt das Schöne hier erstmal ruf. Oh yes. Und Leute, ob ihr es uns so glaubt oder nicht, es riecht wirklich geil. Es ist halt frisch gemahlen und dadurch wirkt es schon viel, viel besser. Schön. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Kalahari Wüstensalz. Und ich werde jetzt davon direkt einfach mal so ein Stück kosten. Das wird jetzt wahrscheinlich ultrasalzig sein, so. Okay, Gerrit ist ein Ego, er gibt mir nichts ab. Ist nicht so krass salzig wie anderes Salz. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so eine. Stimmt, ist ein mildes Salz, kann man angenehme sagen. Ja, cool. Davon brauchen wir eine Menge. Fülle ich jetzt mal hier ein. Ja. Füllen wir jetzt mal hier ein. Brauchen wir schon ein bisschen was, ne? So. Ja. Das haben wir jetzt nicht alles hauchfein gemahlen, sondern dass da auch ein paar größere Körner sind. Einfach um da auch noch andere Texturen an dem Fleisch zu haben. Ne? Das ist oh ganz yeah. Geil. Oh yeah. Jetzt kommen noch die Tomatenflocken dazu. Haben wir auch noch ein bisschen gemahlen. Und der schöne Knoblauch. Auch ganz leicht.
bisschen zerstampft. Sehr schön. Das sieht halt so schön aus. Das ist geil, ne? Knoblauch. Jetzt hier einmal reinniesen, Leute. So, dann kommt noch ein bisschen Paprika scharf rein. Zack. Das habe ich geräuchert auch, oder? Das ist sogar geräuchert, stimmt. Aha. Zwiebelgranulat. Oh, das wird der Hammer. Daran bitte nicht sparen, Leute. Tut mir einen Gefallen, spart nicht an der Zwiebel. Haut er da Zwiebeln rein. Und jetzt noch ein bisschen Paprika edelsüß. So, es ist angerichtet. Und das wird jetzt gleich gemischt, Freunde. Geil. Jetzt ist die Frage, wie dick wollen wir das denn machen? Daumendick. Daumendick, ja? Obwohl, dann brauchst du länger, ne? Mach ein bisschen dünner. Mach also, mal kleiner Finger dick. So, wa? Ja. Kleiner Finger. Ja. Mein Wurstfinger ist wie euer Daumen. Vor allem der ist so krumm. Die kann gar nicht richtig anlegen. Was sagst du? Also, ungefähr so. Das Fleisch ist jetzt fertig und kann jetzt schön mit den ganzen Gewürzen eingerieben werden. Schön drauf ditschen. Und auf gar keinen Fall jetzt sparen. Ja, das könnte ein gravierender Fehler sein. Ich habe jetzt die spannende Aufgabe, das Gemüse hier zu schneiden. Fangen wir mal mit der Zwiebel an. Zack. Schöne Ringe machen wir. Ja. Also halbe Ringe quasi. Ja. Ich würde sagen, wir machen so einen etwas breiteren Streifen, so ungefähr, weil wir schichten das ja immer abwechselnd dann hin. So ja. Machen wir das. Die richtig süßen Dinger hier. Warum haben wir uns denn eigentlich dafür entschieden, alle drei Farben zu nehmen, Andi? Weil das Auge ja mit isst und wir wollen es bunt haben. Richtig, bunt ist immer gut. Das wird ein Kinderessen, nein. Zack. Jetzt nehmen wir diese 10 Tonnen Bacon und legen damit jetzt schön den Dutch Oven aus. Die Frage ist, warum legt man den aus? Ja, zum einen Fett, Geschmacksträger und zum anderen verhindert man so, dass es von unten halt anbrennt. Eine Scheibe. So, gleich haben wir es, Leute. Oh, das ist gut. Ausgeklettet haben wir es schon mal, jetzt geht's weiter. Jetzt wird dieses ganze Gemüse und das Fleisch dort reingeschichtet. So sieht's aus, wenn's fertig ist. Richtig geil, oder? Schön bunt. Wir haben jetzt noch ein paar Gewürze übrig, die hauen wir jetzt nochmal oben rauf, ja, damit alles was abbekommt. Ist auch gar nicht so schlimm, dass so viel Gewürze jetzt verwendet wurden, weil das ergibt ja jetzt auch einen Sud und da kommt der Geschmack von den Paprikas zur Tomate und zum Fleisch und das verteilt sich ja alles noch. Der nächste Schritt ist, ziemlich viel Barbecue-Soße darüber zu hauen, ungefähr 500 bis 600 Milliliter. Jetzt kommen noch die Tomaten rein und danach müssen wir den Bacon umklappen. Ja, die können wir auch noch mal ein bisschen verteilen. Ja. Oh. Wir sagen es noch extra. Die kommen jetzt rein, weil die auch noch mal ordentlich Flüssigkeit abgeben über die Zeit. Und Tomaten, Leute, Tomaten gehen immer. Ja, klar. Das sieht gut aus und jetzt ab damit ins Feuer. Das ist die höchste Stelle, ist das Ding. Wir wollen da. Perfekt. So, Leute, der Deckel kommt ruf. Heilige Mutter Gottes, das ist so schwer. Das Teil wiegt ja so schon, ne? Alter. Ist das mittig? Ja. So, jetzt haben wir eine schöne Ober- und Unterhitze. Und jetzt, Leute, muss das 2,5 bis 3 Stunden vor sich hin kochen. Ich stelle mal einen Timer auf 1 Stunde, dann gucken wir es erstmal rein. Genau. Die erste Stunde ist vergangen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Zwischenreport und gucken mal, was hier abgeht. Heb mal an, die Bude. Flüssigkeitsstand sieht super aus. Das sieht allgemein sehr gut aus, ne? Schön kross der Bacon. Das sieht doch gut aus, oder Leute? Sieht richtig gut aus. Okay. Jetzt können wir uns schon mal um die Beilagen kümmern. Es gibt nämlich Bratkartoffeln. Wir schneiden jetzt hier erstmal schön die Kartoffeln. Dann werden die kurz in Wasser eingelegt, damit die Stärke rausgeht und wir die dann direkt schön in der Pfanne braten können. Wichtig ist, dass ihr die jetzt schön dünn schneidet. Dann brauchen die auch nicht so lange beim Garen. Und schön ein paar Zwiebeln schnipseln. Jetzt machen wir, wie gesagt, damit die Stärke ein bisschen rauskommt, Wasser rein und lassen es ein bisschen einwirken. Die Zeit haben wir. Ja, definitiv. Oh, jetzt wird schief, jetzt wird schief. So.
Leute, jetzt ist noch mal eine Stunde, also insgesamt 2 Stunden sind jetzt vergangen und schon wieder stockduster. Und jetzt gucken wir mal nach, wie das aussieht. Ich bin so gespannt, ey. Alter. Aha. Guckt euch das an. Geil. Perfekt krosser Bacon, noch genug Sud drin. Jetzt noch mal eine Stunde gönnen dem Teil. Boah, und dann wird's der Hammer. Jetzt nicht verscheißen hier, nicht verkacken. Jetzt schön weiter, schön alle 10 Minuten, alle Viertelstunde reingucken. Einige von euch haben sich sicher schon gefragt, haben hier den zweiten Feuer an? Ne? Sind die dumm oder was? Ganz klare Sache, von hier legen wir dann immer so heiße Kohlen quasi rüber, damit wir da keine offene Flammen haben, um eine schöne konstante Hitze zu haben. Und hier drauf wird dann auch gleich noch das Bratkartoffel-Side-Dish vorbereitet. Ja, hier schön gedenglischt, also hier die Sättigungsbeilage kommt dann quasi hier drauf. Wir kümmern uns jetzt schon mal um die Beilage, und zwar Bratkartoffeln. Dann machen wir jetzt schon mal direkt die Pfanne ruf. Wir haben übrigens Steine einfach reingelegt. Wir haben keinen zweiten Pfannenknecht, deswegen einfach Steine. Fertig. Ja, wir haben schon einen, aber den haben wir halt nicht dabei. So, schönes Knoblauch-Olivenöl, rein damit. Nicht zu geizig sein. Oh yeah. Attacke. Oh, das wird gut, ey. Hast du Bock drauf? Ja, Mann. Hat jetzt gerade so ein bisschen angefangen zu regnen, aber davon lassen wir uns jetzt aufs Ende nicht abschrecken. Jetzt kommen erstmal unsere Gewürze schön in die Kartoffeln rein. Oh yeah. Kann ruhig eine gute Menge sein. Alles. Einfach alles. Na, alles ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Alles ist hier am Brodeln, alles am Werkeln. Sehr geil. Wir haben jetzt 3 Stunden rum. Jetzt gucken wir mal final in unser Schichtfleischtopf rein, wie es da jetzt so ausschaut. Müsste jetzt eigentlich gut sein. Es dampft. Ich sehe erstmal gar nichts. Sieht gut aus. Wir sehen gar nichts. Na, ich sehe schon was. Das sieht gut aus. Oh, jetzt. Oh, Alter. Ja, das reicht jetzt. Aha. Das müsste jetzt schön alles. Ja, ich bin gespannt. Nehmen wir so. Geil. Geil. Und da hinten die Bratkartoffeln. Jeder kriegt jetzt 2 Kältchen hier von den Bratkartoffeln. Bam. 1. Oh, sind knusprig geworden. Richtig knusprig. Gut. Zack. Und 2. Und geil, da geil. Kommt jetzt gleich Schichtfleisch dazu. Oh, es wird alles weich. Ja, das hoffe ich doch nach 3 Stunden, ey. Guck dir das mal an, ey. Das zerfällt geil. Ja förmlich. Aha, das riecht richtig geil. Das zerfällt richtig. Hui. Ich will Sud, Gerrit. Gib mir Sud. Kommt ja. Ey, das riecht richtig krank. Na, was auch gut durchkommt, finde ich, ist die geräucherte Paprika. Oh, nice. Ey, das ist ja schlimm, ey. Das ist ja einfach nur schlimm. Ich will Speck! Mmh. Mann, das schmeckt richtig lecker. Das ist das leicht geräucherte und den Knoblauch, den schmeckst du auch durch. Wie wenig Pfeffer wir reingemacht haben eigentlich für so einen Riesentopf und trotzdem schmeckst du es. Ja, das stand auch hinten drauf. Ja. Richtig gut, ey. Wenn man sich das einfach machen will, kann man natürlich einfach Brötchen mitnehmen, anstatt sich extra noch Kartoffeln zu machen oder einfach ein Brot mitnehmen. Das reicht völlig, ja. Na, vor allem am Fleisch schmeckst du die Gewürze halt auch, ne? Ja. Weil das da richtig schön rein ist. Das ist die Schärfe auch drin im Fleisch. Immer wenn ich ein Stück Fleisch esse, hab ich die Schärfe. So Leute, nochmal für euch hier. Das ist ein Stück Fleisch. Zack. Krank, ey. Mega. Wir haben unser Essen aufgegessen und den Rest haben wir in eine Tupperdose für zu Hause reingemacht. Gerrit glücklich. Ich bin tatsächlich auch sehr so glücklich. So lecker, ey. Alter, der absolute Hammer. Absolute Schwede. Empfehlung zum Nachkochen. Es haben ja mal viele geschrieben, hier, mach mal Schichtfleisch. Jetzt haben wir es getan und es war wirklich göttlich. Es ist ja auch, wie wahrscheinlich schon alle wissen, aber für uns ist es irgendwie teilweise auch neu, es ist einfach richtig geil, einfach zu machen. Ja. Und wenn du jetzt nicht die ganze Zeit drehen müsstest und den Film produzieren müsstest, könntest du ja einfach alles reinschmeißen und lässt es einfach 2 Stunden, 3 Stunden köcheln und dann ist gut. Fläht sich nebenbei hin im Lager und chillst einfach. Das ist perfekt dafür, ja. Wie haben sich jetzt die Gewürze in dem Essen geschlagen, Anni? Sag mal an. Ohne übertrieben zu wirken, wirklich gut. Ich habe zum Beispiel den Pfeffer richtig klar rausgeschmeckt und das Paprikapulver. Genau. Wo das wir jetzt auch eigentlich schon fast bei unseren Lieblingsgewürzen von denen, die wir jetzt hier haben. Meins war tatsächlich der Pfeffer. Richtig, richtig lecker. Aber man darf wirklich nicht zu viel davon nehmen, weil er halt viel, viel intensiver ist als der normale Pfeffer, den du schon als Pulver im Supermarkt bekommst. Ja, und ich feiere in der Tat die geräucherte Paprika, weil die halt nochmal so eine rauchige Note in das ganze Essen gebracht hat. Ja. Und auch nochmal, das war ja rosenscharf, so eine Schärfe auch nochmal eine andere als der Pfeffer. Ganz schön scharf, und ja. Und das hat halt so das ganze Essen noch so ein bisschen vollständig gemacht, so. Man muss auch sagen, wenn man irgendwie so eine Gewürze hat, es macht schon Spaß, damit zu arbeiten. Klar. Es macht Spaß, frische Gewürze zusammenzustellen. Gar nicht so eine Fertigmischung, sondern selber zu überlegen, was am besten passt.
in den Mörser zu zerkleinern, es ist schon richtig geil. Also wer Bock auf Kochen hat, gerne mit richtig geilen Gewürzen einfach. Falls ihr jetzt auch Bock auf die Gewürze bekommen habt, schaut einfach mal bei Gewürzelodner vorbei. Wir haben einen Link unten in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar gepackt. Und noch ein kleines Extra oben drauf. Mit dem Rabattcode NATURENSUNDE15 kriegt ihr 15% Rabatt auf alles. Vorbeischauen lohnt also. Leute, und jetzt noch eine Frage an euch. Was sollen wir denn Feines als nächstes kochen? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Wir haben eine Menge gefratzt und hatten auch eine Menge Spaß dabei. Wenn ihr das auch hattet, dann sehen wir uns gerne am nächsten Samstag um 10 Uhr. Wie immer, also bis dahin. Ciao. Tachchen, Leute. Tachchen. Heute wird mal wieder gekocht. Und zwar was, Andi? Schweinenackensteaks. Nein, Quatsch. Was kochen wir? Schichtfleisch. Okay. Tachchen, Leute. Tachchen. Heute wird mal wieder was Feines gekocht. Und zwar? Schichtfleisch. Richtig. Und da haben wir... Schichtfleisch. Und zum Anbraten Knoblauch. Gerrit, wo ist die Kamera? Ich sehe sie. Wo denn? Ich hab sie. Fokus. Da? Ja, eingestellt. Oh Gott.